Ja, die Aufnahme läuft. Wir haben Samstag, den 19. November 2022, und die schönste Sendung der Woche für euch alle, liebe Zuschauer, ist wieder da, der Samstalk oder Verantwortungstalk. Viel über Technik und Inhalte der Vergangenheit muss ich nicht erzählen, weil es gibt in unserem korruptionsbefreiten Forum www.freie-argumente-kultur.de gibt es einen Thread zu den Wandelgesprächen. Da steht auch so einiges drin. Ja, so sei euch nur die Überschrift wieder mal vor Augen gehalten. Wir tauchen auf aus dem Strom des Lebens, um die Verantwortungsfrage zu stellen. Wir machen es als Redekreis mit der Möglichkeit, sich gegenseitig zu unterbrechen, wo dann aber trotzdem eben das Zeitpotenzial für alle gleich ist. Damit gebe ich für den ersten inhaltlichen Beitrag an den Dill. Wechsel 4. Ja, liebe Zuschauer, bevor Sie wegschalten, ein ganz wichtiger Hinweis. Ich habe in letzter Zeit öfters hier manchmal gesagt, oder wir gegenseitig haben gesagt, oh, ich glaube, da ist vielleicht noch ein vorteilbringender Irrtum, der euch noch, ja, oder noch Schwierigkeiten macht und so weiter. Aber jetzt habe ich mal den Blick ganz anders gerichtet. Ich habe mich mal gefragt, wie ist es denn in den Talkshows außerhalb dieser Talkshow? Und da ist das Ergebnis ganz klar. In den Talkshows außerhalb dieser Talkshow Samstag kriegt ihr 100-mal mehr Irrtümer zu hören und 100-mal weniger Wahrheiten als hier. Hier ist also quasi die weltbeste Talkshow überhaupt. Und deswegen solltet ihr da bleiben. Und gerade wenn ihr dann denkt, oh ja, das ist doch alles, sind doch alles Irrtümer, dann lasst euch sagen, ihr seid so durch unser Gesellschaftssystem mit vorteilbringenden Irrtümern manipuliert, dass ihr Wahrheiten für Irrtümer haltet und Irrtümer für Wahrheiten haltet. Und vielleicht schaffen es einige wenige von euch, durch das Zuhören plötzlich eine Ahnung zu bekommen, dass sie eigentlich alles, was sie bisher geglaubt haben, dass es sich dabei um Irrtümer gehandelt hat und dass sie hier überhaupt erstmal eine Annäherung an die Wahrheit hinbekommen. Und wer nicht der Wahrheit angenähert hat, kann nicht glücklich werden. Und ich sage jetzt noch mal einen ersten Satz dazu. Die Frage ist nämlich eigentlich Karl Marx, ja? Wir müssen heute die Frage ja völlig neu. Wechselwunsch, ja? Wir müssen die Frage völlig neu stellen, sozusagen, wie funktioniert der Kapitalismus? Und zwar, das Kapital müsste eigentlich den ersten Satz haben, im Anfang war der Irrtum. Ja? Im Anfang war der Irrtum alles aller Fehlentwicklung und wir müssen Wahrheiten finden. Ende. Wechsel 6. Ja, vielen Dank. Du meintest gerade, wer sich der Wahrheit nicht annähert, ist nicht glücklich. Ich habe manchmal im Ohr so, dass du nicht so glücklich bist. Wie sieht's aus, bitte? Ja, Wechsel 4. Genau, das ist der kleine Fehler, den ich ge genannt habe, oder die Ergänzung, die ich noch bringen wollte. Im Kapitalismus ist man dann am glücklichsten, wenn man die Irrtümer seines eigenen Berufsstandes, seiner eigenen Sparte total glaubt und dann Milliardenprofite damit macht. Und wenn man auch die eigenen vorteilbringenden Irrtümer der eigenen Sparte auch als Irrtümer erkennt und aufhört, danach zu leben, dann wird das ein hartes Leben. Weil jemand wie ich, der in diesem Sinne, ich erlebe mich als unglücklich, weil ich ja mir letztendlich meine normale berufliche Karriere weggenommen habe durch die Wahrheitssuche. Aber grundsätzlich gilt, Wechselwunsch. ja, Moment, grundsätzlich gilt der Satz,
so viel wie möglich Irrtümer rausschmeißen, ermöglicht glücklicheres Leben. Aber Vorsicht bei den Irrtümern der eigenen Sparte. Dann kann man im Kapitalismus verdammt unglücklich werden, aber für die Kommune, und ich arbeite ja jetzt in Richtung Kommune leben, ist das die beste Voraussetzung, alle Irrtümer rauszuschmeißen. Wechsel 3 Ja, war das, gell? genau, Wechsel Wechsel 3, 3. ja. Ja, also ich denke, das mit dem Glücklichsein kann so sein, dass im Kapitalismus, wo man ja, wenn man in diesem vorteilbringenden Irrtümern lebt, dann ist es ja so, dass die Irrtümer eigentlich als vorteilhaft eventuell erscheinen, dass man sagt, okay, es ist ja toll, wenn ich jetzt das und das habe oder mir das und das bestelle. Und dann aber nach hinten raus, dann man feststellt, ja, irgendwie, oder dass es einen doch nicht glücklich macht. Also dass man so eine gewisse, was das Glücklichsein hat, in so einer gewissen Schwankung lebt, also dass man dann so Phasen hat, wo man dann sich wirklich super, super gut fühlt, aber dann dafür dann wieder die Depression als Rattenschwanz dann auch noch mit dabei hat. Und durch das Rausschmeißen der Irrtümer, denke ich mal, entsteht eine, oder jetzt mal auch allein von der Logik her, eine gewisse Stimmungsstabilisierung, weil man eben nicht diesen irrtümlichen Augenblickseffekten und Kurzzeitbefriedigungen, die der Kapitalismus uns ja liefert, von Sahnetorte bis was weiß ich, ja, wenn man die eben nicht mehr hat, sondern eben auf diese nachhaltig langfristigen, sinnvollen Dinge setzt, ja, oder Wahrheiten. Dann hat man vielleicht nicht mehr so diese Hochs, ja, aber dafür dann vielleicht auch nicht mehr so diese Tiefpunkte. Und wenn dann natürlich jemand, der im Kapitalismus lebt oder in diesen vorteilbringenden Irrtümern lebt und dann immer nur in seinen Hochphasen dann in Kontakt geht mit anderen Menschen, dann mag dieser Mensch auch sehr, sehr fröhlich und sehr glücklich erscheinen, aber da der Mensch halt nie sich vielleicht meldet, wenn es ihm wirklich schlecht geht, oder vielleicht, wenn es ihm schlecht geht, er sich dann so zurückzieht, man kriegt es gar nicht mit, seine depressive Seite, dann, wie gesagt, dann kann das so erscheinen, als ob ein kapitalistisch lebender Mensch ja irgendwie total im Frieden und glücklich und zufrieden sei. Ja, mein Wortbeitrag zu dem Thema Wechsel. Wechsel 4. Ja, also Bin ich jetzt dran? Wechsel 4 hatte ich jetzt gerade gesagt. Du kannst ja dann Ich habe gleich Wechselwunsch Wechselwunsch. vorhin gerufen. Habt ihr es Dylan, wir gehört? hören dich nicht. Ach so. Ja, Luis, da an hattest du Maaßen. vorhin Wechselwunsch gerufen? Weil Genau. genau. Dann Wechsel Dann 6 jetzt also, mal. ja, super. Danke. Okay, also zum einen, lieber Yannick, du bist ja jetzt noch nicht so lange Aussteiger und davor warst du, glaube ich, recht unglücklich. Ich wünsche dir natürlich, dass das jetzt so läuft, wie du es dir vorstellst. Wir können da ja in engem Kontakt bleiben, auch mit meinen Depis und so weiter. Und dann hast du von so einer Logik gesprochen, davon spricht der Öffi auch öfter. Ich fand recht spannend, bei einem Gespräch zu dritt mit Dylan und Öffi habe ich mal gefragt, was macht ein Argument eigentlich überzeugend? Und dann hat der Dylan gemeint, ja, das ist irgendwie so ein Knackpunkt. Den einen überzeugt halt dieses Argument und den anderen das. Und der Dylan ist ja jetzt wesentlich beschlagener mit wahrscheinlich diesen Bereichen, die der Öffi mir gegenüber dann erwähnt, so Diskursethik oder Diskurslogik oder was auch immer. Und da würde mich mal interessieren, ja, ob da der Öffi und der Dylan einer Meinung sind, was Logik und so weiter angeht, wo wir alle unterschiedliche Sichtweisen haben. Und wenn ihr wollt, könnt ihr mir liebend gern meine Irrtümer ins Gesicht schlagen. Danke. Wechsel 4. Ja, also der Punkt ist erst einmal ich will das erstmal so und auf den Punkt bringen, da ich selbst ja die Hoffnung aufgegeben habe, dass wir die Gemeinwohlökonomie und Gemeinwohlwirtschaftsordnungskombination durchkriegen, realpolitisch, habe ich jetzt nur noch ein Ziel und ein neues Plakat gemalt. Das ist relativ schön geworden in Grün und Rot und Schwarz. Und zwar nur noch Kommune, Leben in der Kommune. Ich lade quasi dazu ein, auch jetzt hier die Zuschauer, dass
nur in diesen 11 Locations in Deutschland, die zur Verfügung stehen, Kommune, Gemeinschaft Köln-Süd natürlich hier vor Ort und die Schenkergemeinschaften sozusagen anbieten, da besteht eine Chance, dass wir es vielleicht schaffen, wirklich weitgehend frei von Irrtümern werden zu können. Zumindest ist diese Talkshow schon mal so, dass sie Wahrheiten beinhaltet und keine andere Talkshow in der Welt würde diese Wahrheiten überhaupt zulassen. Denn jeder Redakteur denkt ja, das seien Irrtümer, weil alle Wahrheiten sozusagen ist. Wie ist das hier der Satz? Die Opfer des Kapitalismus glauben, die Manipulationen, die ihnen der Kapitalismus beigebracht hat, wären Wahrheiten. Und das trifft aber leider auch auf den großen Teil der alternativen Bewegung zu. Ihr wisst ja, dass ich auch der Meinung bin, dass die linksextremistische, dass es sich dabei um vorteilbringende Irrtümer der Sozialsparten handelt und so weiter. Und dass man bedenken muss, dass auch alternative Bücher nur kapitalistische Geschäftsmodelle sind. Ne? Ja, also, ich gebe aber erstmal weiter. Wechsel. Ja, ich glaube, der Henning war zwischendurch auch da. Wenn er da ist, herzlich willkommen, Henning. Du weißt ja, du kannst dich dann in das Gespräch mit diesem Wechselwunsch und sowas mit einschalten. Hast vielleicht deine Nummer noch im Kopf? Ich glaube, Wechsel 5 war das bei dir. Ja. Ja, danke, dass er mich daran teilnehmen lassen hat. Ich habe gerade was gepostet und da habe ich eine Information von einem sehr guten Herrn, der das System oder beziehungsweise die Firma Welt beschreibt. Und die Firma Welt ist ein Versicherungsunternehmen, wo alles über Versicherungen läuft. Das heißt, wir Menschen, die einen Personalausweis tragen, sind keine Menschen mehr, sondern nur noch Versicherungspersonen oder versicherte Personen, um das mal so zu sagen. Und ja, lest es euch einfach mal durch. Es sind mehrere Sprachnachrichten dabei. Und vielleicht hilft euch das mal weiter, die Irrtümer aufzuklären. Weil das Leben hat nichts mit Geld zu tun und auch nichts mit Versicherungen. Und die Kraft am Leben ist aus sich selbst heraus. Und da gibt es weder Vorschriften noch sonst irgendetwas, sondern einfach nur das Sein in der Achtung der Schöpfergesetze. Und wer Schöpfergesetze missachtet, der ist auch in einer Firma tätig. Und ja, die Firma, die momentan aufgelöst worden ist, die Firma Welt. Und die gibt es seit 1.10. nicht mehr. Das kann ich euch auch sagen. Und ja, wer diese Firmen weiter bedient, ist letztendlich selber schuld aufgrund Unformiertheit. Ja, und ich gebe dann weiter. Ja, okay, wenn dann kein anderen das im Moment so stark drängt, also kann ich gerne Wechsel, was war das, Wechsel 2 habe ich? Ja. Ja, Wechsel 2. Also erstmal danke, Dylan. Ja, das sehe ich ja auch. Also zwar müssen wir die Hoffnung haben, die Welt noch umzukrempeln und wir haben Konzepte, von denen ich glaube, es gibt eben keine besseren, ob die Kommune oder die Wohlfühlstimme, also die GWÖ, GWO-Vorschläge. Das ist optimal. Man will es nicht hören, weil man eben so auf diesem Konsumtrip ist und die kleinen Bequemlichkeiten und Annehmlichkeiten vorzieht gegenüber dem Blick auf das, was im Ganzen sinnvoll und gut sein kann, was im Ganzen verantwortlich sein kann. Insofern, Dankeschön, ja, dass du nochmal sagst. Also allein der Versuch hier, sowas zu machen wie diese Talkshow, auf dem Hintergrund, dass wir sogar ja auch solche Kommuneorte anbieten, wo man das abgerundetste Glück anstreben und verwirklichen und erleben könnte. Ja, ganz toll. Also ich bin da auch vor Begeisterung gar nicht zu bremsen, was wir hier schon mal machen. Weil man darf ja immer den Blick nicht drauf richten, was alles noch fehlt oder was die anderen vor allem für Fehler machen, sondern der richtige Blick ist, dass man guckt, wo sind Möglichkeiten des Richtigen und des Verantwortlichen und des Glücklichen. Und darauf schauen, daraus die Freude und die Kraft gewinnen, um einfach weiterzumachen.
und rauszukriegen, was geht. Und wenn es am Ende einen Sinn des Ganzen gibt oder einen Gott, der für diesen Sinn steht, dann trägt er uns vielleicht unsichtbar jetzt und wird uns eines Tages dann in die Arme schließen. So, jetzt konkret, ich sage ja immer ein bisschen was zu meinem Stand der Revolution so insgesamt. Ja, also ich bin weiter hier in Hessen in unserem Bildungszentrum, ganzheitliche Bildungswerkstatt lilitopia.de, zugeschüttet mit Telefonaten und Chat und sonst was für Arbeiten. Eigentlich muss ich auch noch einen Keller aufräumen, weil da habe ich das ganze Material von Schenker bewegen aus den 30 Jahren. Ja, aber ich bin meist mit den aktuellen Dingen schon ziemlich stark ausgefüllt. Aber das ist auch wieder total begeisternd, weil Hallo? Hier ist ja ein Kommuneort, wo drumherum die meisten Kommune-Ergänzungsprojekte sind. Hier sind 5, 6 Projekte, so in einem Umkreis von 50 Kilometern. Das wichtigste Projekt vom Anspruch her ist in Berlin. Da sitzt der zweite existenzielle Schenker, der Jannik. Bin ich total begeistert von. Und erstmals in den ganzen 30 Jahren von Schenker-Bewegung haben wir eine Intensität des Austausches. Also wir haben da so eine ganzheitliche Spiegelgruppe gebildet, auch in Verbindung mit diesem Friedenscamp in Berlin, wo wir so richtig ans Eingemachte gehen. Also ich kenne keine Austauschschiene, die wir in den letzten 30 Jahren hatten, wo man sich so ständig im Blick hat und guckt, wenden wir jetzt die Methoden an, dieses völlig freie Denken und Sprechen und Konfliktbehandlung und Konsensübung und so weiter. Also es ist ganz am Anfang und es zuckt natürlich nur erstmal, aber es zuckt mehr als je zuvor gezuckt wurde. Und ja. Okay. Und den Luis werde ich dann, also wenn ich das nächste Mal ein bisschen Zeit habe wieder, werde ich ihn also dann einmal, also jetzt mit der Argumentequalität konfrontieren, so, also wie das da aussieht mit dem sich orientieren an der Argumentequalität. Ende. Wechsel ja. Also ich wäre natürlich nach wie vor wahnsinnig interessiert an den unterschiedlichen Sichtweisen zwischen Öffnen und Willen und der jeweiligen Berufung auf jeweilige Logiken. Und dann bin ich natürlich total neugierig, warum der Dill und der Henning nicht in dieser Spiegelgruppe dabei sind. Ich nehme an, der Öffi anstrengt sich fast mit Einladungen oder nicht, keine Ahnung. Also ja, würde mich interessieren. Danke. Wechsel 4. Ja, jetzt habe ich so viel gelobt gehabt, diese Talkshow, aber jetzt wird es jetzt... Wir müssen ja erstmal für die Zuschauer erstmal wieder in die Welt der Irrtümer und Wahrheit einsteigen, indem ich das mache ich jetzt mal einfach. Zum Beispiel eine Fernsehsendung. Da wird dargestellt, ein Journalist will gegen den Sponsor des Senders kritisch berichten und wird ermordet. Das ist ein typisches Beispiel einer Ahnung von einem Schreiber eines Krimi-Geschichte davon, dass der Journalist vorteilbringende Irrtümer im Kopf haben muss, dass er den Sponsor und den Werbekunden sozusagen für gut hält und ihn bloß nicht kritisiert. Denn wenn er ihn kritisieren würde, würde seine Karriere ermordet werden. Ja, und das ist damit da, so lieber Zuschauer, können Sie verstehen, dass vorteilbringende Irrtümer zur Folge haben, dass Sie glauben, dass der Journalist ihnen Wahrheiten berichten würde. In Wirklichkeit berichtet er die vorteilbringenden Irrtümer der Werbekunden, der Sponsoren, der Parteien, die im Aufsichtsrat sitzen, also alle, die die Macht haben, über seine Karriere zu entscheiden, dessen Lied singt er. Und mit Wahrheit hat das überhaupt nichts zu tun. Also kommen Sie zu der Wahrheit und erkennen Sie, Journalisten im Kapitalismus können praktisch fast nie die Wahrheit sagen, sondern wir müssen gucken, wie die Wahrheit im Gegensatz zu dem ist, was Sie in ZDF und ARD sehen. Das als ein erstes Beispiel. Und dann in eine andere Szene aus dem Fernsehen, da sagt der eine, oh ja, das ist meine beste Wahrsagerin beim Fernsehwahrsagedienst sozusagen. Und dann sagt er, ja, die glaubt den Quatsch, den sie erzählt. Das zeigt nochmal deutlich, dass es immer besser ist, dass man sich gar nicht bewusst ist, wenn man Irrtümer erzählt, weil man damit die größten kommerziellen Erfolge erzielen kann, weil man dann so überzeugend rüberkommt, wenn man den Quatsch glaubt,
den man erzählt. Und das ist das Wesen der vorteilbringenden Irrtümer, dass der Betrug, nämlich die Leute wirklich zu belügen, wie es Verschwörungstheoretiker unterstellen, sich eigentlich gar nicht rechnet und sich nicht lohnt, sondern sich selbst zu täuschen, ist das Erfolgreichste im Kapitalismus. Ende. Ja, das haben noch einige Konto. Zum Beispiel der Yannick hat noch ein bisschen, der Luis hat noch ein bisschen und der Henning hat noch ein bisschen für diese Runde. Aber natürlich können auch alle weitergeben, je nachdem, wie sie wollen. Wie jeder so, wie er lustig ist. Ja, Wechsel 3. Wechsel 3, ja. Ja, was die Theorie über die vorteilbringenden Irrtümer angeht, stimme ich dir zu und bin natürlich dann auch immer selber gerne interessiert, wenn jemand bei mir diesen Irrtum oder ein Irrtum erkennen würde, wo ich mich eventuell noch von befreien kann. Ansonsten, ja, zur Lage hier in Berlin. Hier in Berlin läuft es gut. Wir sind zu dritt vor Ort im Camp, haben eine sehr gute Arbeitsatmosphäre. Also wir sprechen uns hier gut miteinander ab. Ja, ich bin noch zu Ende. Und ja, bekommen das hier sehr, das, was so tagsüber an Arbeiten ansteht, bekommen wir gut hin. Und ich bin auch froh, dass wir hier so drei Leute sind, die das sehr ernst und nüchtern machen. Ende. Ja, danke. Wechsel. Luis, Henning, wollt ihr weitergeben in die nächste Runde oder wollt ihr noch jemand anderem Zeit geben? Oder ja, man kann auch Zeit vergeben. Nochmal. Ja, Wechsel 6. Wechsel 5. Achso, der Luis hat sich nicht zuerst gemeldet. Wechsel 6, ja? Luis, einfach Wechsel 6 sagen. Okay, danke. Ja, ich nochmal kommunizieren, wie wahnsinnig interessiert ich an euren Antworten bin zu meinen Fragen. Und also bitte nehmt mich ernst. Dankeschön. Jetzt Wechsel 5, oder? Jetzt Wechsel 5, oder? Ja, ja. Zu den Irrtümern. Achso, nochmal kurzer Hinweis. Irgendein Lautsprecher ist zu laut noch. Vielleicht die Lautsprecher so leise wie möglich und so laut wie nötig, sonst haben wir immer diese Rückkopplung. Also Wechsel 5. So, jetzt müsste es besser sein. Zu den Irrtümern. Ich sehe die Sache immer so, dass das, was wir ausstrahlen oder aussprechen, in Resonanz geht. Und da jetzt der kosmische Tag wieder angefangen hat und die Resonanzkräfte stärker werden, möchte ich doch nochmal zu bedenken geben, dass das, was wir aussprechen, auch in Resonanz verstärkt zurückkommt. Dementsprechend achtet bitte auf die Worte. Sagt lieber oder sucht lieber nach der Wirklichkeit von wirklich wirkendem Licht, anstatt irgendwelche Wahrheiten oder Irrtümer zu suchen, weil darin kann man sich verlieren. Danke. Ja, wie gesagt, Luis, sollen wir jetzt in die nächste Runde gehen, weil ich würde jetzt gerne auch mal auf die langsam mich dem Thema nähern, der Unterschiede zwischen Naturwissenschaften und Schenker-Gemeinschaften und den Irrtumspunkten. Soll man weitergehen in die nächste Runde? Ja, wenn niemand widerspricht, machen wir das jetzt mal. Genau. So. Dauert leider immer eine Sekunde, bis ich hier die Technik gerichtet habe. Und so. So, Wechsel 4. Zum Beispiel Yannick hat letzte Mal gesagt, so, dass so die Bequemlichkeitsstrukturen der Menschen so eine Rolle spielen, warum sie so die Sachen beibehalten. So würde ich es als naturwissenschaftlicher Denker nicht nennen.
Die Menschen sehen die Schädigung ihres eigenen Lebens nicht, weil sie eben die vorteilbringenden Irrtümer glauben. Und die sehen auch deswegen den Glücksraub durch die vorteilbringenden Irrtümer nicht. Sozusagen die vorteilbringenden Irrtümer verhindern die Erkenntnis, dass das Leben viel besser sein könnte. Diese Erkenntnis wird verhindert. Und deswegen ist es nicht die Bequemlichkeit, sondern die Leute sehen einfach nicht den Glücksraub, den der Kapitalismus an ihnen begeht, mit seinen vorteilbringenden Irrtümern, und sie sehen das nicht. Also so viel vielleicht nochmal als Hinweis zu einem ersten kleinen Unterschied. Kommen noch viel mehr, aber ich gebe erstmal Wechsel, wo irre ich mich? Ja, Wechsel 3. Ich sage, du irrst dich nicht und ich stimme dir da auch zu. Ich meine jetzt, wir reden da wahrscheinlich in eine ähnliche Richtung. Für mich ist Bequemlichkeit eben auch sich nicht so viele Gedanken machen und wenn man dann auf die vorteilbringenden Irrtümer reinfällt. Insofern, ja, also ich stimme dir zu, Dylan. Wechsel 4. Gut, dann ein nächster Punkt. Das ist so ein, ich eröffne mal dieses Thema auch als Resümee auch des letzten Gespräches, würde ich sagen, ein Unterschied zwischen dem Schenker-Gemeinschaftsdenken und der naturwissenschaftlichen Denkweise ist, dass die Naturwissenschaften eher dazu neigen würden zu sagen, Lebewesen haben keine natürliche Resistenz gegen Irrtümer. Also der Lebewesen, für die ist das Gehirn aus naturwissenschaftlicher Sicht nicht ein per se wahrheitssuchendes Organ, sondern ein Instrument, mit dem sie versuchen, bestmöglich in der Welt zurechtzukommen. Und wenn sie mit Irrtümern besser in der Welt zurechtkommen als mit Wahrheiten, dann können sie auch Irrtümer wählen. Wir haben das in der Forschung überall gesehen, dass sogar Vögel Unwahrheiten, also Irrtümer an andere Artgenossen kommunizieren, wenn sie dadurch Vorteile haben auf dem in Richtung des obersten Zieles, nämlich eigene Gene in die Zukunft zu bringen. Und diese Unterstellung aber, oder der Wunsch der Schenker-Gemeinschaften, dass das Gehirn doch ein per se wahrheitsliebendes und wahrheitssuchendes Organ sei, da ist ein großer Unterschied zwischen Naturwissenschaften und Schenker-Gemeinschaften. Aber das Schöne ist, dass wir in dieser Talkshow, egal ob jetzt die Schenker-Gemeinschaften Recht haben oder die Naturwissenschaften Recht haben, auf jeden Fall haben wir die Wahrheit vertreten. Denn alle anderen Aussagen, die sonst so in der Öffentlichkeit zu diesem Thema zum Beispiel geäußert werden, sind so leicht nachweisbar unrealistisch Irrtümer, dass man darüber eigentlich, dass wir uns freuen würden, wenn uns jemand diese Irrtümer formuliert, damit wir sie widerlegen können. Aber die sind ganz weit weg von der Wahrheit. Ich glaube, ich frage erstmal, wo ich mich wechsle. Ja, wenn gewollt, Wechsel 2. Irrtum, also ich bin ja immer sehr vorsichtig zu sagen, etwas ist unbedingt ein Irrtum, also schon gar wenn die Naturwissenschaften etwas erforscht haben, so. Vielleicht ist das Gehirn tatsächlich eher konstruiert worden, nicht für Wahrheitserkenntnis, sondern als Mittel zum Zweck. Also sozusagen, wir haben unser Denken nicht, um damit nach Wahrheit als Selbstzweck zu suchen, sondern wir denken um, was weiß ich, die Strategien beim Einkauf und bei der Konsumgewinnung und beim Durchmauscheln und sich durchmanipulieren cleverer austüfteln zu können. Mag sein, dass das eigentlich von irgendwelchen Hirnstrukturen und evolutionären Zusammenhängen vielleicht sogar so gedacht wäre. Da liegt dann aber eine List der Ideen, sag ich mal. Denn dabei rausgekommen ist ja eben, dass der Mensch sich mit seiner Vernunft identifizieren kann. Das heißt, ich kann denken, um so viel wie möglich Sinnzusammenhänge zu erstellen. Um das, was im Ganzen sinnvoll und gut ist, als höchste Erfüllung solchen vernünftigen Sinndenkens zu erkennen und zu sagen, egal wofür es gedacht war,
Es ist auch möglich, darin diese Dimension zu erkennen, sich durch Erkenntnis als Selbstzweck jetzt zu höchstem Bewusstsein entwickeln zu wollen und damit hier jetzt schon mal für das insgesamt Sinnvollste und Beste sich hingeben zu wollen. Und jemand, der das erkennt, auch wenn das Gehirn jetzt vielleicht gegen sich sträuben würde oder bestimmte Synapsen oder Chemikalien im Gehirn eigentlich ganz anders gepolt sein würden, jedenfalls, es besteht die Möglichkeit, dass man dann sagt, jawohl, das erlebe ich jetzt so in mir und ich erlebe sofort, dass das die höchste Qualität eines bewussten Lebewesens ist, also eines geistigen Seins, der Vernunftige. Ja, gerne, dankeschön. Ja, und wer das erkennt, der geht davon nicht mehr ab, ne? Und es ist für ihn am besten und es ist für die Welt am besten, wenn man mal annimmt, dass es für ein Teil und ein Ganzes am besten ist, wenn das Teil sich am rechten Platz und im rechten Maß in den Gesamtzusammenhang einfügt. Alles andere wäre ja zerrissener und zersplitterter. Jedenfalls, wenn man davon nicht drauf baut. Wechsel 4. Ja, wir sehen wieder, dass da eben sozusagen der Unterschied bestehen bleibt einfach, ja. Aber das ist auch nicht schlimm, weil das Ziel wäre ja, wenn es stimmen würde, dass alle Menschen diese Wahrheitsorientierung schaffen könnten in sich, dann käme ja gutes Handeln raus und das wäre ja auch wieder ein gewünschtes Ergebnis. Aber dieser Unterschied in den Sichtweisen bleibt bestehen. Ich mache mal noch ein anderes Fass auf, der Unterschiede. Zum Beispiel die Öffi, wenn ich von vorteilbringenden Irrtümern spreche, dann spricht der Öffi teilweise öfters dann von Korruption und benutzt den Begriff quasi synonym, Korruptionsvorgänge und Korruptionsartiges. Und da sagen wir aber als Naturwissenschaftler, da steckt noch ein Stück Schuldvorwurf drin. Wenn ich in einer Diskussion von Korruption anfange zu sprechen in Bezug auf mein Gegenüber, dann steckt da schon eine Spur oder Prise eines Schuldvorwurfs noch drin. Während wenn ich sage, dass ein Mensch einen vorteilbringenden Irrtum im Kopf hat und sich keiner Schuld bewusst ist, mit dem, was er da tut, wenn er Millionen von Menschen umbringt, dann hat das diese kommunikationserleichternde Situation. Also das sollte die Schenker-Bewegung aus meiner Sicht überlegen, ob nicht Korruption ein grundsätzlich zu vorwurfsvoller Begriff ist, um eine gute, optimale, sanfte Kommunikation gerade mit den Trägern der vorteilbringenden Irrtümern, die vielleicht viele Schäden anrichten in der Gesellschaft, sozusagen zu ermöglichen. Wo irre ich mich? Wechsel? Ja, Wechsel 5. Wechsel 5. Der vorteilbringende Irrtum ist energetisch betrachtet eine Korruption, etwas, was auseinandertreibt oder auseinanderbricht. Das nochmal als Ergänzung. Also energetisch ist der Irrtum an sich eine Korruption, weil es in zwei Dimensionen driftet oder sprengt das Ganze. Ja, Wechsel 2 gerne, wenn kein anderer sich drängelt. Ja, wo wir da teilweise unterschiedliche Sichtweisen auch in den vorangegangenen Talks hatten, das betraf die Frage, ob ein Mensch auch bewusst und absichtlich etwas tun kann, womit er andere schädigt oder womit er zum Beispiel sagt, ja, die Kinder der Zukunft können halt in die Röhre gucken. Ich sehe, dass sie, wenn ich mich so verhalte, in die Röhre gucken. Ja, akzeptiert. Also, dass er nicht sozusagen denkt, ich will das für alle Gute und Sinnvolle tun und er würde sich nur irren, was das ist, sondern er kann sagen, ich will das Gute für alle gut und sinnvoll nicht tun. Ich will da Schaden anrichten für irgendwelche persönlichen Augenblicksvorteile. Diese Möglichkeit haben die Menschen, die unübersehbar. Ja, ich nehme es zur Kenntnis. Dankeschön. Diese Möglichkeit ist unübersehbar. Aber es ist eben so, dass da trotzdem man sagen kann, der Mensch handelt aus einem Irrtum heraus so. Also man muss hier nicht böse sein oder ihn hassen. Er handelt aus einem Irrtum heraus, weil er eben denkt, das schadet ihm selbst jetzt nicht, wenn er so egoistisch oder für andere schädigend sich verhält. Das ist nicht etwas, was seine Vernunftseele pervertiert, ne, die sich eigentlich in Sinn und Wohl des Ganzen wohlfühlt. Genau. Ja, ich will, Wechsel 4. Ich will gerne nochmal ganz bewusst, auch für die Zuschauer, damit die auch wissen, von was wir reden, nochmal ein Beispiel machen, zum Beispiel. Vorteilbringender Irrtum
Lehrende. Der lehrende Mensch lebt in der Illusion, in dem vorteilbringenden Irrtum, dass die Art, wie er mit Kindern umgeht, und komischerweise erleben das die Kinder oft so, als dass die Lehrenden ihnen den Spaß am Lernen rauben, und dieses Erleben hat was Realistisches, denn die Lehrenden können nur dann noch mehr Nachhilfestunden verkaufen und noch mehr sitzen gebliebene Kinder unterrichten, wenn sie so lernen, dass sie die Lernenden so lehren, dass sie die Lernenden beschädigen. Also quasi im Kapitalismus haben sich Irrtümer in der Sparte Bildungssystem herausgebildet, die den Lehrenden Vorteile bringen, den Kindern aber das Lernen erschweren oder es zu einer Qual für die Kinder oft machen. Dadurch bleiben mehr Kinder sitzen, dadurch können Kinder auch nach 9 Jahren Schule oft gar nichts mehr Brauchbares, sondern müssen 13 Jahre zur Schule gehen, und die Sparte der Lehrenden profitiert und wächst und bläht sich auf, der Apparat, die Karrierechancen im Apparat der Pädagogen wird größer. Und das ist ein Beispiel für vorteilbringende Irrtümer der Sparte, der Bildungssparte zum Beispiel. Schädigung der Gesellschaft, eigene größere Karrierechancen durch Beschädigung der Gesellschaft. Wechsel, wo irre ich mich? Wechsel? Ja, danke. Also zum einen. Wechsel 6 einfach sagen. Wechsel 6. Wahrscheinlich werde ich bald rausgehen aus egozentrischen Faulheitsgründen und so weiter. Aber ich danke euch sehr. Und ich kenne tatsächlich Menschen, die sich mit pädagogischem Schaffen beschäftigen. Und die haben den Ehrgeiz, das zum Wohle aller zu machen. Man könnte jetzt sagen, es sind so viele Menschen Pädagogik geschädigt, dass die einen riesen Kundenstamm theoretisch haben, dem sie ihr super gutes Modell andrehen können. Und wahrscheinlich, der Mensch lernt ja auch nie aus. Also von wegen im Kapitalismus gibt es nur Schlechtes, kann sein, aber verglichen mit dem Standardschlechten im Kapitalismus kann man halt auch eine Marktlücke ausfüllen, sich eine Nische schaffen, indem man halt sich indem man sich unterscheidet von den anderen durch das seltene, nachhaltige, echte, schülerfreundliche Lehren. Okay, danke. Ich habe da einen Wechselwunsch, damit, bevor der Luis geht, er auch noch ein bisschen Antwort kriegt, ne? Weil ich wollte ihm ja auch noch Antworten wechseln. Ach so, Öffi, du musst zum Beispiel den Yannick um ein bisschen Konto bitten. Ja, machen wir. Ja, los, Wechsel 3. Ich fasse es kurz, genau. Also erstmal zu dir, Dylan, noch, das mit dem, wir belasten die Leute zu sehr durch Vorwürfe. Da muss ich mal irgendwo an eine Stelle, wo du es auch lesen kannst, vielleicht Schenker-Chat radikal offen, das reinkopieren, was ich heute im Spiegel-Chat geschrieben habe über die Frage, wie man sanftestens umgehen kann mit dem Schuldbegriff und das gemeinsam auf die Schulter nehmen, weil man eben sieht, da ist einfach was nicht funktionierend. Jetzt zum Luis und der Frage, wie sieht es aus mit Argumentequalität? Ich greife nur eine Sache auf. Also in der Logik ist es so, dass Unstimmigkeit, also direkte Selbstwidersprüchlichkeit, als sehr ungünstig eingestuft wird. Und wir haben ja als eine Definition, die wir alle gemeinsam akzeptiert haben, die Definition von freier Argumentekultur. Und freie Argumentekultur sagt, alle Argumente sollen auf den Tisch kommen können. Und zweitens, es soll dann wirklich nach Argumentequalität gehen, statt Korruptionseinflüssen. Macht, Geld, Willkür und so weiter. Und das heißt, wir haben an dieser Stelle eine Gegenüberstellung von dem, was Argumente und ihre Argumentequalität sind. Und auf das andere, das Nicht-Argumentative, das haben wir definiert als Macht, Geld, Willkür und so weiter. Das heißt, wenn dann jemand hingehen würde und würde sagen, Macht, Geld, Willkür sind die besten Argumente, hat er einen direkten Selbstwiderspruch drin, weil er sagt dann eben an der einen Stelle, Argumente sind nicht Macht, Geld, Willkür, und an der anderen Stelle, Argumente sind Macht, Geld, Willkür. Und es gibt kein schlimmeres Vergehen in der Logik als den direkten Selbstwiderspruch. Da war ein Wechselwunschruf, gell, gewesen. Von wem? Alles klar, gut. Ja,
glaube, im uns Herantasten an die Freiheit von Frack sind wir schon zu dem Ergebnis gekommen, dass ich mindestens was anderes meine mit Frack. Nämlich nicht unbedingt, dass sich die Vernunftgründe durchsetzen, sondern dass es darum geht, dass halt alles auf den Tisch kommt und dass da durchaus sein kann, dass sich die Unvernunft durchsetzt. Warum auch immer. Geheimnisvolles Universum, die Wege des Herrn. Danke. Wechsel 2. Darum geht es überhaupt gar nicht. Es geht nicht darum, was sich durchsetzt. Es geht darum, welche Maßstäbe wir definiert haben, was da jetzt in dieser Definition von freier Argumentekultur als Argument und als Gegensatz zum Argument definiert ist. Und das ist eben das Macht-Geld-Willkür, die nicht argumentative Durchsetzung sind. Und Argumente sind das, was mit Vernunft und Begründung sich da eben als stark erweisen kann. 6. Naja, es gibt ja Gründe für Willkür und so weiter. Und insofern. Da geht es auch nicht drum. Da geht es auch nicht drum. Ich kann psychologisch etwas erklären, das ist was anderes als die Stimmigkeit der Argumentekraft. Gut, ich denke nochmal drüber nach. Ja, alles klar. Wechsel 4. Ja, heute sind wir etwas zerrissen, weil ich auch selbst so viele Sachen aufgeschrieben habe. Aber ich heute ist es halt mal ein bisschen mehr durcheinander, aber trotzdem ist die Rate an Wahrheiten größer als in jeder anderen Geschichte. Ich sehe also ja als naturwissenschaftlicher Denker bei den Schenkergemeinschaften also eine gewisse Gefahr, dass die Leute, und jetzt kommen wir zu dem Thema, das wir die letzte Zeit sehr oft hatten, dass nämlich die Schenkerbewegung sehr positiv zur Sexualität stehen, aber die Naturwissenschaften noch viel bejahender zur Sexualität stehen, nämlich dass es in den Schenker-Gemeinschaften vorkommen kann, dass solange die Leute ihre kapitalistischen Beziehungsformen in den Kommunen noch leben, dass dann die störenden sexuellen Begierden gar nicht ausgesprochen werden. Weil sozusagen, wenn jemand wirklich ein Motiv hätte, jemanden anderen reinzulegen, um zum Beispiel bei einer hübschen Frau bessere Chancen zu haben in der Kommune, dann wird er das wohl nie im Plenum zugeben, sondern das wird er still und leise tun. Weswegen wir Naturwissenschaftler es ja für sinnvoll halten, die Bonobo-Schenker-kommunistische Gruppenehe positiv zu sehen, in der es gar nicht mehr möglich ist, durch Schädigung der anderen Vorteile zu erzielen. Das, was ich ja die Schutzdecke nenne. Ja, wo irre ich mich dabei? Wechsel. Allerdings hat jetzt nur noch 6 und 5 haben noch Kontozeiten. Also Luis kann noch was sagen und Henning. Ja. So, ansonsten gucke ich mal. Versucht der Luis gerade was zu sagen oder? Nee, noch nicht. Das ist aufmerksam. Was? Ja. Such's nicht, danke. So, dann mache ich nochmal Wechsel 4, ja, wenn jetzt niemand direkt was sagen will. Vorteilbringende Irrtümer, die zu eifersüchtigem Handeln aufstacheln, gibt es ja im Kapitalismus einerseits. Ja? Es gibt ja vorteilbringende Irrtümer, sozusagen die Männer zum Beispiel aufstacheln, du musst deine Frau besitzen wollen und wenn sie deine Frau mit einem anderen schmust, dann hat sie dir Hörner aufgesetzt und dann musst du mit Gewalt dazwischen schlagen. Das ist zum Beispiel ein vorteilbringender Irrtum, der einerseits aufhetzt zum Eifersuchtshandeln im Kapitalismus. Aber eventuell ist es auch so, dass wenn man auch in Kommunen monogame Beziehungen lebt, dass es dann auch passieren kann, dass dann eine natürliche Sexualität à la Löwe und Gorilla sich äußern könnte, nämlich sozusagen der Löwe hat ja die Motivation, ich will die hübsche Frau haben,
Deswegen töte ich den anderen Löwen, töte die Babys das anderen Löwen und dann bleibt, dann habe ich vielleicht eine Chance, und beim Löwen kann es sich ganz sicher sein, dass dann die hübsche Löwin Sex mit dem Löwen hat. Und solche Motivationen kann es in Kommunen ja auch geben, wenn die Bonobo-Schutzsexualität nicht da ist. Das ist so ein Punkt, wo wir ja auch immer noch unterschiedlicher Sichtweisen sind. Luis, willst du mir da widersprechen? Wechsel? Wenn nicht, wird es Zeit, dass wir die nächste Runde gehen. Bin ich vor allem neugierig, was Janek da so sagt. Genau, dazu müssten wir jetzt aber allerdings alle sagen, dass wir in die nächste Runde gehen, damit alle wieder Konto bekommen. Jo, nächste Runde. Von mir aus gerne. Ja, wenn niemand widerspricht, ein paar Sekunden lang machen wir eine neue Runde, ne? Gut. Dauert jetzt wieder ein paar Sekunden, weil ich hier 7 Uhr liegen habe. Oder 6. 6. So. Und jetzt haben wir hier. So. Na. Und hier. So. Alle haben volles Konto. Janik, willst du gleich was sagen? Wechsel 3? Oder? Ja, Wechsel 3. Ja. Ja. Also ich würde jetzt noch mal kurz eine Nachfrage an dich stellen, Dylan. Und zwar, warum schützt die Bonobo-Sexualität, einfach jetzt zum Verständnis, warum schützt die Bonobo-Sexualität davor, dass nicht der Löwe den anderen Löwen umbringt, um dann an dessen Frau zu kommen? Wechsel. Ja, Wechsel 4, danke für diese Nachfrage. Ich habe es zwar schon 2-3 Mal gesagt, aber es ist so schwierig, dass es wirklich lohnt, es 100 Mal zu wiederholen. Bei Bonobos ist es so, dass der sozusagen niemand weiß, wer der Vater welches Kindes ist, weil die Frauen mit allen Männern Sex haben und es hat für einen Bonobo keinen Sinn, einen anderen Bonobo-Mann zu töten, der ja auch wertvolle Beiträge zur Gruppenernährung liefert, sozusagen, den zu töten, um dadurch theoretisch größere Chancen zu haben, der Vater des nächsten Kindes in der Gruppe zu werden. Denn die Frauenkörper entscheiden ja sowieso nach der Schenkleistung der Männer letztendlich darüber, wem sie die größeren Chancen geben, Vater des nächsten Kindes zu kommen. Also sozusagen beim Löwen gibt es die Jackpot-Chance. Töte ich den anderen Löwen und dessen Babys, kriege ich auf jeden Fall Sex mit dieser hübschen Frau. Bei Bonobos ist es so, ich habe doch schon Sex mit dieser hübschen Frau und das bringt mir jetzt wenig, einen anderen Mann, der ja wichtig ist für das Überleben der gesamten Gruppe, ein wichtiger Kooperationspartner ist, den zu töten. Da habe ich zwar dann theoretisch eine minimal erhöhte Chance, der Vater des nächsten Kindes in der Gruppe zu werden, aber dafür schwäche ich auch wieder die Gruppe und dann kann die ganze Gruppe sterben. Ja? Also insofern hat der Löwe wirklich eine Jackpot-Chance, direkt wirklich sozusagen durch Mord und durch Tötung direkt etwas gewinnen zu können. Der Bonobo hat das nicht und deswegen tut es der Bonobo-Mann auch nicht. Uns ist kein Bericht bekannt, dass ein Bonobo-Mann jemals etwas Negatives gegen einen anderen Bonobo-Mann übernimmt. Und jetzt kommt das letzte Argument, das letzte, Janik, nämlich was ich vergessen habe. Ist es doch ganz klar, dass bei den Bonobos alle Männer miteinander verwandt sind, denn die Männer bleiben immer in der Gruppe und die Mädchen wandern zum Zwecke der Inzestverhinderung in die Nachbargruppen ab. Also sind alle Männer sind Vater, Sohn, Onkel, Neffe. Und Verwandte töten sich sowieso in der Natur normalerweise nicht, weil sie würden ja eigene Gene wegtöten, die schon da sind, die eigenen gleiche Gene töten. Ja, Wechsel ist, ich hoffe, das ist soweit beantwortet, logisch. Ja, Wechsel 3. Ja. Ja, ich nehme das mal gedanklich mit. Dann nochmal Frage an Luis. Was genau wolltest du jetzt wissen? Wechsel.
606. Nein. Ich hatte das Gefühl, dass du eher so die Keuschheit favorisierst oder nicht die freie Liebe. Danke. Ja, Wechsel 3. Ich favorisiere nicht die Keuschheit, aber ich lebe zurzeit in Keuschheit, weil da keine Gelegenheiten sich ergeben. Also die ich bin sozusagen, die Situation gibt mir die Keuschheit, aber ich bin jederzeit offen für die freie Liebe. Wechsel. Wechsel 4. Was ist mit Gela? Ja, mit Gela, da haben wir uns auch schon mal einen Arm genommen, aber da ist nicht die Basis, also so eine, das ist so eine, sag ich mal, so eine kumpelhafte Sexualität im Sinne von in den Arm nehmen, aber jetzt keine tiefer gehende, so, ne? Eher so freundschaftlich, oh, kumpelhaft. Ne? Wechsel. Danke. Wechselwunsch. Ach so, dann kann ich ja jetzt, ja? Wechsel 4. Ja, aber der Luis sieht das schon richtig. Relativ gesehen ist es wirklich relativ so, dass die mir die Schenker-Gemeinschaftsüberlegungen relativ weniger befreit erscheinen als die Bonobo Sexualitätsvorstellung der Naturwissenschaften, wobei ich ja immer dazu sagen muss, auch ich würde mit einer freundschaftlichen Kommune es durchaus wagen zu beginnen, ja, und würde dann gucken, ob sich nicht auch eine Unterabteilung des Bonobo-Lebens entwickeln würde und würde mich dann wahrscheinlich tendenziell dahin bewegen. Aber generell muss ich noch einmal wiederholen, die hauptvorteilbringenden Irrtümer des Kapitalismus unterdrücken in erster Linie die Bonobo, also die Savannen-Bonobo-Schenker-kommunistischen Gruppen-Ehen-Sexualitätsformen, denn die waren das Hauptglückselement des Menschen. Und indem die vorteilbringenden Irrtümer der Händler das weggeredet haben, wurde damit sozusagen das Kaufen und der Konsum und der Alkoholismus und der Drogensucht und Zucker und Geschmacksdrogen und so weiter, wurde zum Hauptelement des kapitalistischen Lebens, eben weil die Bonobo-Sexualität als Hauptglücksquelle des Menschen die Hauptangriffe des Kapitalismus abbekommen hat. Wo irre ich mich dabei? Wechsel? Darf ich noch fragen, Janik, was ist mit Anke, der Genauigkeit halber? Vielleicht kann das da hilfreich sein, wenn Wechsel 2 dazwischen kommt, weil der Luis sonst hier alle weiblichen Wesen, die irgendwie nicht schnell genug aus dem Blick geraten haben. Wechsel 2 oder erst Janik? Also soll mir aber auch. Nee, mach ruhig Wechsel 2. Wechsel 2. Ja, gerne. Gut. Also ich kann dem überhaupt nicht folgen. Also jetzt schon, was der Dillen gesagt hat. Also wohlgemerkt, wir reden über eine Meinungsverschiedenheit, die muss uns nicht hindern, die tollsten Kommunen zu machen, die tollsten Reformbestrebungen für die neue Welt und alles Mögliche. Aber bei Menschen ist halt im Vergleich zum Bonobo die geistige Ebene mit dazugekommen. Diese geistige Ebene kann dadurch, dass man das insgesamt Sinnvolle und Gute tun will oder überhaupt als Leitmaßstab erkennt, wahnsinnig verantwortungsfördernd und befriedend wirken. Dann ist es so, dass mit diesem Geistigen, also wir wollen ja gar keine Zwangsstrukturen, also soll jetzt keiner verklemmt in der Ecke sitzen, ne, und sagen, die Schenker haben gesagt, ich darf nicht einfach Sex, sondern ich muss jetzt hier denken. So soll es ja nicht sein. Keiner soll verkrampft oder verklemmt irgendwo in der Ecke sitzen müssen. Jeder kann. Jeder kann wie das Kaninchen von morgens bis abends, überhaupt gar kein Problem. Wechselwunsch. Alles auf der Basis von Freiwilligkeit. Aber der springende Punkt ist, man kann auch sagen, ich habe meinen Geist und ich finde Sexualität gar nicht so toll, wenn da nicht die geistige Verbindung mit der Frau ist. Also ich muss nicht unbedingt hoppeln wie die Kaninchen. Ich kann gucken, wo die geistigen Voraussetzungen auch dafür passen. Und das kann eher beglückend sein, als dass ich dabei verklemmt wäre. Alles klar. Ende. Wechsel 4.
Ja, aber genau das ist das, was wir ja auch schon in der vorletzten Sendung zum Thema hatten, dass es ja den Vorwurf an die Schenkerbewegung geben könnte, der oft ja geäußert wird, auch in alternativen Szenen, dass etwas zu verkopft sei oder ein zu viel des Mindfucks sei. Bei Osho hieß das dann Mindfuck, ne? Also quasi ein zu viel eines quälenden Denkens. Diese Möglichkeiten, da tun sich die Schenker schwer, dass diese, ja, da tun sich die Schenker schwer, diese Möglichkeit zu sehen, dass es auch ein zu viel des Denkens und Diskutierens geben kann. Wobei ich natürlich zustimme, ein zu wenig des Denkens ist überhaupt nicht zu begrüßen. Ja, also ja, Wechsel 2. Ja. Es ist doch bei uns, keiner geht zu, wie gesagt, sie können doch von morgens bis abends zoppeln und keiner muss, also wir sind so großzügig, dass sogar die Verbündeten sich noch Knoten in den Kopf rein fabrizieren können und wie Louis sagen können, denken bringt's gar nicht, ich setze mich jetzt einfach mit Trotz irgendwie durch und habe dabei das beste Argument. Also sie können doch alles Mögliche an Knoten oder so sich noch erlauben. Also ich glaube, wir sind extrem großzügig und sie könnten von morgens bis abends in der Ecke sitzen und Kaninchensex machen und alles könnten sie machen. Aber es dürfen doch die Leute, die sich am Denken freuen, deshalb nicht diskriminiert werden. So, die müssen auch noch denken können. Einfach nur so weit, wie sie wollen. Ne? Und dass sie sagen, ich möchte meinen Sex halt da, wo das geistige Band auch entsprechend ist. Das muss doch als Möglichkeit da sein. Wechsel 4. Ja, ich will noch mal in die Kerbe hauen, so mit dieser Sexualität, warum dir Bonobo diese Schutzdecke der zweckentfremdeten und ausgeweiteten Bonobo-Sexualität so ungeheuer wichtig ist. Zum Beispiel Leute im Kapitalismus stalken andere, ja, sehr häufig. Das kommt ja sehr häufig vor, ja. Und warum machen die das? Weil sie ein bisschen sind wie die Feigenwesten, die ich das letzte Mal geschildert habe, die quasi sich alle gegenseitig umbringen, nur und am Ende bleibt ein Sieger übrig, der das letzte Weibchen kriegt, weil er ja sonst gar keinen Sex hätte, sozusagen, ja. Und es gibt eben Leute, die haben so normalerweise gar keine Chance auf guten Sex und so weiter. Und wenn, oder auch es ja auf keine Chance auf die Lust, die das Babystillen zum Beispiel für eine Frau machen könnte, denn auch Frauen stalken ja manchmal Männer, ja. Und wenn dann sich einmal ein Türchen öffnet, und irgendwie eine Person es gewagt hat, in ihre Nähe zu kommen, dann versuchen sie durch das Stalken alles, um irgendwie diese eine Möglichkeit, irgendwie da diese Lustmöglichkeit dann auch zu erkämpfen, im Zweifelsfall mit Gewalt. Und die unterstellen ja dann auch oft, ja, du liebst mich doch, du liebst mich doch, weil sie ihr eigenes Liebesgefühl sozusagen unterstellen, dass das der andere doch auch haben müsse, ja. Aber davon handeln übrigens auch viele Krimi. Und das zeigt aber doch, wenn ich diese Schutzdecke der vielen Sexualität und der Befriedigtheit aller sozusagen wegnehme, dann kommt es eben zu so unangenehmen Erscheinungen. Und ich halte es eben für möglich, dass in Schenkergemeinschaften solche Probleme häufiger auftauchen können und vielleicht sogar unter der Decke laufen und gar nicht offen kommuniziert werden, während sie in den Unterabteilungen der Gemeinschaft Köln-Süd, nämlich den Bonobo-Schenker-kommunistischen Gruppenehen, wahrscheinlich viel seltener sein dürften. Wobei natürlich die Voraussetzung ist, dass man überhaupt Wechselwunsch. erstmal dahin kommt zu einer erfolgreichen Bonobo-Schenker-kommunistischen Gruppenehe. Wo irre ich mich dabei? Wechsel? Ja, Wechsel 2. Also ich glaube ehrlich gesagt, dass auch gegenüber den Bonobos ein Riesenvorteil ist, die Kreativmöglichkeit des Denkens einsetzen zu können. Also ich spiele mal diese Gedankenvariante mit durch. Da ist jemand, den will unter den gegebenen Umständen erstmal keine Frau haben. Er leidet darunter, dass er keine Gelegenheit hat. Und die anderen Schenker drumherum denken gerne und binden ihre Sexualität an geistige Verbundenheit und dass da alles so ja seelisch oder so zusammenpasst. Also es wird komplizierter, als wenn man einfach zusammen ins Bettchen hüpft. So. Aber dann würde man kreativ ja mit diesen Menschen über sein Problem reden. Also man hätte dieses offene Miteinander reden und dass es allen gleich gut gehen soll in der Kommune.
Und das heißt, man würde überlegen, ist es jetzt wirklich für den unbedingt die Sexualität, die sein muss? Oder kann man ihm andere Privilegien zum Beispiel auch zugestehen? Er kann mehr schlafen, er muss weniger arbeiten, er kann mehr Kulturgenüsse haben oder was auch immer. Also gibt es Ersatzmöglichkeiten. Und wenn es die nicht gibt, reicht es, wenn er Porno oder so hinreichend dann eben im Übermaß eben sich zuführen kann. Und wenn das alles nicht reicht, es gibt ja Frauen auch, Ende. die vielleicht eben das Gefühl haben, dass es ihr gut ist, so sie spielen Rollenspiele wie die Prostituierte, die sich Ende. eben kaufen lässt. Also ich glaube, da ließ sich mit kreativ alles machen. Ja, aber Öffi, du kannst gerne den Yannick oder den Luis bitten, dir noch ein bisschen Zeit zu geben, wenn du noch was ausführen willst. Ja, wenn einer will, geht aber jetzt nur noch um die letzten zwei, drei Sätze höchstens, die man sich jetzt schon auch denken kann. Will einer ein Stück Häppchen Zeit noch abgeben? Ja, Häppchen Zeit von Yannick an Öffi. Okay, danke, Yannick. Dann Wechsel 3 ist es, glaube ich, für dich, ne? Ja, Wechsel 3. Ja. Also ich glaube, mit der Kreativität und Fantasie, wenn die Leute alle den guten Willen haben, sich so glücklich zu machen, dass es wirklich allen gleichermaßen gut geht, keiner muss sich gequält fühlen durch Vernachlässigung oder Mangel oder was auch immer. Da würde man durch das freie, kreative Denken mehr Möglichkeiten haben, dass es den betreffenden Menschen auch gut genug geht, als wenn man das nicht maßgeblich über diese Schiene laufen lassen würde. Ich glaube, es geht gar nicht mehr anders bei Menschen, oder eine Wahrscheinlichkeit ist, es geht gar nicht mehr anders, aber es geht auf die Weise besser noch als je zuvor und auch bei den Bonobos. Und wie gesagt, Rollenspiele und was weiß ich, ne, da können die Leute ja frei ihre wildesten sexuellen Fantasien ausleben. Und da hat vielleicht irgendwann eine Frau auch eben das sexuelle Bedürfnis, mal mit einem Monster ins Bett zu gehen, ne? Und so findet der monsterartige, vernachlässigte, bisher von allen verschmähte, vielleicht dann sein höchstes Lebensglück. Wechsel. Also mich würde interessieren, wie das dann genau läuft. Du hast jetzt irgendwas mit Prostituierten gesagt. Rollenspiele, Rollenspiele, Rollenspiele. Das heißt, eine Frau spielt Prostituierte. Ja, also es gibt zum Beispiel Und Frauen, aber es kam umgekehrt. Also ich bin ja jetzt voll auf der feministischen Schiene auch. ach. Es gibt Männer und Frauen-Rollenspiele, wo man zum Beispiel vom Monster gefangen wird und Sex mit dem Monster hat oder so. Interessieren, was passiert, wenn die Frauen darauf keine Lust haben? Und mich würde interessieren, warum sind Henning und Bill nicht in der Spielgruppe? Danke. Ja, also Wechsel 2 dann. Also, keiner muss was tun, wozu er keine Lust hat. Ich sage nur, mit Kreativität und Fantasie würde man wahrscheinlich in solchen Gemeinschaften mehr Spielräume finden, etwas zu machen, als in der jetzigen Gesellschaft, wo aber alle diese Spielarten ja auch schon vorkommen, weil Menschen es auch machen wollen. Das heißt also, wenn es vorkommt und jetzt sich eben auf der Kaufebene abspielt, dann wird es sich noch viel mehr auf der liebevoll kreativen allseits Beglückungsschiene machen lassen. Bin ich fest von überzeugt. Und wenn nicht, geht's halt nicht. Also wenn wir keinen zwingen wollen, ist halt keiner zu zwingen. Und da muss man dann mit leben können auch, ne? Also man darf auch nicht so abhängig sein von irgendwelchen Bedürfnissen, dass sie einen unverantwortlich gewaltsam über andere hinwegrennen lassen würden. Da muss man halt entsprechend an sich arbeiten. Das ist dann halt nötig. Und deine Frage, die Spiegelgruppe ist eine Spiegelgruppe in Verknüpfung mit einem Projekt, dem Friedenscamp. Ich bin der Ansicht, es muss viele solcher Spiegelgruppen geben. Aber da muss man jetzt nicht alle in den Topf reinschmeißen. Genauso Ende. wie ich hier in Hessen in der Genossenschaft so eine Vertrauensgruppe habe, auch die ein Stück weit in diese Richtung geht, so Ende. Spiegelgruppe miteinander sein zu wollen. So besser dann eben mehrere bilden, als da jetzt krampfhaft wieder alles Mögliche zusammenschmeißen zu müssen, weil man eben unbedingt sehen will, was da nicht Ende. funktioniert. Ende bedeutet Ende, aber du kannst doch Luis auch bitten, vielleicht kannst du in seiner Zeit noch auf ihn antworten. Ich hab jetzt geantwortet schon. Erstmal reicht es, wenn er keine weiteren Fragen stellt. Ja, aber bitte einfach das Ende dann doch etwas beachten. Das ist ja der Sudden Death dann. Wechsel 4. Ich bringe einfach, ich habe den Überblick über meine vielen Aufzeichnungen verloren, deswegen kommt es ein bisschen ungeordnet, aber ich bringe einfach nochmal wieder kontroverses Thema rein. Also wenn wir aus Sicht der Naturwissenschaften mit der GWÖ-GWO-Kombi, was ja die politische Ebene wäre, aber da habe ich ja selbst wenig Hoffnung, dass wir die durchkriegen, ne? Und der vorteilbringenden Irrtümerabbautherapie, die ja für mich das Kernstück der
Gemeinschaft Köln-Süd wäre, also die vorteilbringende Irrtümerabbautechnik oder Therapie. Ja? Und wenn dann also sozusagen, wenn dann der zentrale Körper- und sexualitätsfeindliche vorteilbringende Irrtum des Kapitalismus wirklich ganz rausgeschmissen wäre aus dem Kopf, dann klärt sich auch, wie diese ganzen Dinge sich verhalten, sozusagen vorteilbringende Irrtümer, die zur Eifersuchtsverhalten anstacheln oder auch natürliches Löwen- und Gorilla-ähnliches und Feigenwespen-ähnliches Verhalten, also so eine Art Regression auf biologische Formen vor der ausgeweiteten Sexualität. Ja, quasi nehme ich die Sexualität weg, wird der Mensch wieder dem Löwen und dem Gorilla und der Feigenwespe ähnlicher, weil es dann eine rationale Strategie ist, um wenigstens überhaupt einmal im Leben an diese Lustquelle Liebe und Sexualität zu kommen. Ne? Deswegen gibt es ja auch Vergewaltiger, die riskieren, ins Gefängnis zu kommen, weil sie sonst gar keine Chance haben, an Sexualität ranzukommen. Und in der Bonobo-Schenker-Gruppenehe haben sie den ganzen Tag Sex. Ja? Also niemand würde beim Bonobos jemals vergewaltigen, weil die den ganzen Tag Sexmöglichkeiten haben. Während in einer kapitalistischen Lebensform gibt es eben Menschen, die haben quasi fast gar keinen Sex oder nie Sex, und dass die dann dazu neigen, mal eine Frau zu vergewaltigen, ist die Wahrscheinlichkeit viel höher, als wenn die Leute sowieso 12-mal am Tag Sex haben. Irre ich mich? Wechsel? Jetzt habe ich allerdings hier nur noch Luis Conto, der kann aber auch gern dem Öffi noch was geben oder jemanden geben, wer was antworten will. Hm? Ist Henning weg, oder was? Ja, der ist irgendwie wieder rausgefallen. Ja, ich habe auch Verbindungsprobleme. Wenn ich niemand Zeit gebe, Verzeihung. Ja, dann geben wir doch einfach in die nächste Runde weiter, oder? Und starten die nächste Runde, dann haben wir da alle Konto. Ja, kein Widerspruch, dann machen wir das doch. So. Ja. Eigentlich bräuchte ich natürlich jemanden, wir bräuchten jemanden, der die Uhren bedient, denn vor lauter Uhrenbedienung kriege ich vieles nicht mit. Ne? So, alle haben wieder volles Konto. Henning ist leider wieder wahrscheinlich, der hat ständig Verbindungsprobleme und fällt dann öfters raus. So, alle haben wieder volles Konto. Ja, wolltest du beginnen, Öffi? Ja, ich kann noch mal einen Gedanken als Veranschaulichung hinzufügen. Also, wir wissen wahrscheinlich alle, es gibt schon freie Liebe-Kommunen, wie zum Beispiel das Zeck und Tamera und ähnliches. Da kann es eben auch so sein, also die sagen ja eigentlich auch, dass sie keine zwanghafte freie Liebe in ihren Gemeinschaften so durchdrücken wollen. Aber wenn da jetzt jemand wäre, dem es schwerfallen würde, einen Liebespartner oder Partnerin zu finden, dann ist es so, dass er in einer Gemeinschaft lebt, wo die alle versuchen, so auf Ganze liebevoll, verantwortlich zu leben und wo aus Mitleid alleine, also in der normalen Gesellschaft, wenn der da nicht viel Geld hat, hat er in die Röhre geguckt, weil mit den Armen will ja keiner dann eben aus Idealismus oder Mitleid oder so groß was anfangen. Aber in solchen Gemeinschaften kann er darauf bauen, dass solche Motive da sind. Ende. Ja, du kannst gleich weitermachen, Öffi. Ich wollte nur dazwischen schieben, dass der Bonobo-Schenker kommunistische Gruppenehe überhaupt nichts mit diesen für mich verklemmten Formen von Zeck und vermeintlicher freier Liebe, das hat nichts. Der Bonobo-Schenker-Kommunismus ist ein völlig anderes Lebensform als diese damalige, auch 68er freie Liebe, die in Wirklichkeit nur eine Form war, wo Männer Frauen missbraucht haben und sie dann schwanger oder mit Kindern haben sitzen lassen, verantwortungslos. Der Bonobo-Schenker-Kommunismus ist eine lebenslängliche Verantwortlichkeit aller Männer
für alle Kinder und alle Kinder werden als ihre eigenen Kinder erlebt von jedem einzelnen Mann. Und es ist die maximale Fürsorglichkeit und die maximale Verantwortlichkeit gegenüber den Frauen und Kindern, während die freie Liebe oft einfach, schlicht und einfach ein Missbrauchen der Frauen war und ein Ausnutzen der Frauen war. Wechsel. Ja, Wechsel 2. Also ist ja gut der Einwurf und ob es damit zu tun hat oder nicht, aber ich glaube, mein zentrales Argument ist rübergekommen. In der kapitalistischen Gesellschaft sitzt der dann da, hat kein Geld und guckt in die Röhre. Keiner will mit ihm aus Mitleid und Sinn eben dann jetzt, was weiß ich, Zärtlichkeit austauschen. In so einer Kommune sind sie sowieso alle lockerer drauf in der Hinsicht. Sie erarbeiten sich die geistige Verbundenheit, dass es leichter geht, dass die Seele also auch mit zusammenstimmt mit dem Körperlichen. Und sie hätten die Absicht, alle gleich glücklich zu machen und aus solchem Sinn und Mitleids- und Liebesüberlegen auch für den was zu tun, dem es schlechter geht, also auch mal vielleicht Mitleidskuscheln oder sonst was zu machen. Also das sind auf jeden Fall beste Voraussetzungen, die, wie ich denke, dass da keiner dann zu sehr gequält sein muss. Wechsel 4. Dazu passt auch meine nächste Bemerkung, die ich mir jetzt zur letzten Sendung aufgeschrieben habe. Eigentlich müsste es im Plenum bei den Schenkergemeinschaften immer eine Frage geben. Leidet jemand darunter, dass er einen Liebesmangel empfindet? Das ist ja eine normale Frage, aber die Frage müsste ausgeweitet werden. Leidet jemand darunter, dass er sich in einen anderen verliebt hat, der aber leider in einer monogamen, ausschließlichen Beziehung lebt? Und wer empfindet da insofern Liebesmangel? Und jetzt kommt die Schlüsselfrage. Wer sagt da die Wahrheit oder verschweigt die Wahrheit? Zum Beispiel, wenn sich jemand in Anke verlieben würde in einer Schenkergemeinschaft, ne? Und gerne Sex mit der Anke hätte und richtig begehrt die Anke und so weiter. Würde er das aussprechen oder würde es nicht still und heimlich ausagieren und würde vielleicht gegen Öffi intrigieren, um möglichst schnell an die Anke ranzukommen und so weiter und würde dann nicht wieder kapitalistische Fehlverhaltensspielchen laufen, weil eben sozusagen diese Schutzdecke der alle beglückenden Sexualität nicht da ist, sondern wieder eine versucht, gegen den Rivalen Öffi zu kämpfen, ihn auszutricksen, um die Gunst der Anke zu gewinnen und dann den Sex mit der Anke zu gewinnen. Ja, könnte es nicht solche Probleme geben? Da habe ich meine Sorge bei den Schenkergemeinschaften. Aber wir diskutieren auf höchstem Niveau. Es geht jetzt um Feinheiten der Optimierung vom Besten, des Besten der Welt. Ja? Und das muss man den Zuschauern immer sagen. Auch, dass diese Kritik nicht bedeutet, dass es irgendwas anderes, Besseres auf der Welt gäbe. Wechsel, wo irre ich mich? Wechsel 2 gerne, direkte Antwort darauf. Also bestimmt könnte der alles sagen oder so und das würde eher als Kompliment oder sowas dann schätze ich mal ankommen und man würde miteinander mit Sicherheit eben möglichst gut darüber reden können, wie man mit Fantasie und Kreativität auch dessen Bedürfnisse befriedigen kann. Aber dann sicherlich jetzt von der Anke aus, sage ich mal, dass sie mit überlegen wollte, wie kann der auch eine geeignete Partnerin dann finden. Ne? Also dass er da auf seine Weise auch glücklich wird. Im Bild gesprochen, wir müssen nicht immer unbedingt alle in dasselbe Butterbrot beißen, um zu gucken, dass jeder ein Butterbrot haben kann. Wechsel 4. Ja, ich will gerade noch mal ein paar Argumente genau zu diesem Punkt dazu vorlesen, weil ich mache mir ja die Woche über immer intensivst Gedanken dazu. Ja, also andere 6 Chancen zu suchen, ist ja meistens natürlich immer das sinnvolle Verhalten. Aber was ist mit den Menschen, die gar keine anderen 6 Chancen haben, ganz real gesehen? Ja? Und manche sehen nämlich oder haben tatsächlich gar keine oder nur eine Chance und dafür riskieren sie dann leider alles, sowohl im Kapitalismus und vielleicht auch in den monogamen Teilen unserer Kommunen. Kann es zu solchen, weil ich will es nochmal wiederholen, die Monogamie ist aus naturwissenschaftlicher Sicht eine kapitalistische Lebensweise, die nur durch den Kapitalismus überhaupt jemals erfunden und zustande gekommen ist und niemals vorher existiert hat. Wir hatten eine Phase vor 13 Millionen Jahren, da waren wir wie die Gorillas, da hatte ein Mann 5 Frauen, ja, aber nie waren wir monogam, ja, also Wechsel. Ich kann Wechsel 2 dazu nochmal sagen, also ich halte nichts für unmöglich. Natürlich kann alles das auch möglich sein. Ich sage nur,
im Vergleich zwischen allen denkbaren Möglichkeiten, wenn man in solchen Kommunen auch zulassen will, dass die Leute sagen, ich möchte Sex nur, wenn das geistig-seelisch auch unterfüttert ist. Oder ich möchte, wenn ich will, monogam mit irgendeiner Partnerin oder Partner leben. Wenn man das nicht zwangsweise ausschließen will, und das wäre ja auf jeden Fall andersrum, erheblich mehr Gewalt und Quälerei und Glücksbeeinträchtigung, wenn man das nicht ausschließen will, dann werden solche Gemeinschaften mit ihrer Kreativität, also wir denken alle an alle, sie können alle offen sagen, welche Bedürfnisse sie haben und wir lassen uns alles Mögliche einfallen, damit sie auch möglichst gut ihre Bedürfnisse befriedigt bekommen. Also besser lässt sich es wahrscheinlich nicht machen. Piep, piep. Wechsel 4. Ja, also ich selbst würde ja auch hier Gemeinschaft Köln-Süd, wenn dann jetzt eine Frau sich melden würde und das nur ein freundschaftlicher Kontakt wäre, ein freundschaftliches Zusammenarbeiten, um die Kommune zum Wachsen zu bringen, würde ich das ja auch riskieren. Ich wäre mir aber immer nur bewusst, dass da immer gewisse Risiken dabei sein können, weil eben das Fehlen von Liebe als und Sex als Band und als Förderungsband immer Probleme bereiten kann, eventuell. Erstmal Wechsel soweit. Jetzt haben Yannick noch, kann noch Konto vergeben und an Öffi und kann selber sprechen und Luis hat noch Konto. Yeah. Wechsel 3? Ja, Wechsel 3. Ich bin gerade im Überlegen, dass das ja auch so verschiedene Stufen haben kann. Also so Körperkontakt, wenn man sich mal umarmt oder so oder nah beieinander sitzt und dann eben auch intensiver werden kann, wenn man irgendwie in einem Bett schläft oder so. Und da denke ich dann am besten alles so, wie es am besten passt. Ne? Also von mir ist es halt so, dass ich da gern erst auf die geistige Ebene da die Verbundenheit haben möchte und also dass das irgendwie im Einklang ist und gut zusammenpasst. Ne? Und ja, das halte ich für sinnvoll. Insofern würde ich jetzt auch sagen, also wenn ich jetzt jetzt hier bin und dann kommt eine neue Person hinzu und und das ist also ich würde da nicht zu sehr drauf gucken, dass da die Sexualität jetzt erstmal so wichtig ist, sondern das Wechselwunsch. Ist ich bin kurz zu Ende. Sondern das ist für mich eine ergibt sich dann aus der geistigen, seelischen Verbundenheit automatisch am besten heraus. Wechsel. Ja, ich warte noch das Piepen des Nachbrenners ab, ja. Wechsel 4. Ja, ich will das nur noch mal reinbringen, weil ich das einfach, es hat mich halt immer beschäftigt auch und will noch mal reinbringen, welches Problem es mit sich birgt, wenn wir in neuen Kommunen quasi kapitalistische Lebensformen noch beibehalten. Ich sage ja, dass die Tendenz, diese kapitalistischen Lebensformen, Monogamie zum Beispiel, beizubehalten, dass die aus den vorteilbringenden Irrtümern der Konsumsparten stammt. Denn je unglücklicher die Menschen in der Monogamie sind und je sexuell unbefriedigter sie in der Monogamie sind, desto mehr konsumieren sie Alkohol, Süßigkeiten und andere Konsumgüter, reisen. Zum Beispiel monogame Paare reisen sehr viel und so weiter. Also alle Formen von Süchten werden nachgewiesenermaßen bei monogamen Paaren natürlich stärker, während Bonobos völlig frei von Suchtverhalten sind. Ja? Und ich will das nur noch mal schildern. Wenn dann also durch diese kapitalistischen Lebensformen der Löwe und der Gorilla in uns eher geweckt wird, und dann die Situation ist, dass jemand keine Chance hat, Sex zu bekommen, dann bedeutet das für die DNS die Aussterbensgefahr. Und da und auch bei der Feigenwespe, ja, und dann neigen Lebewesen dazu, ihr Leben zu riskieren, um an Sex zu kommen, um eine statistisch wenigstens eine kleine Chance zu haben, eigene Gene in die Zukunft weiterzugeben. Zur Not auch durch einen geheimen Rivalenmord, den sie natürlich nicht ankündigen würden im Plenum und nicht in der freien Argumente Kultur ankündigen würden, sondern ja, und wie kann
argumentieren, den Löwen, den Gorilla, die Feigenwespe zum Verzicht auf seine einzige Sexchance im Leben bringen. Da bin ich eben, zweifle ich eben so, weswegen ich ja immer sage, ja, also man sollte schon unbedingt, aber das sagt ja öffentlich auch nichts dagegen, dass wir unbedingt mit der Bonobo-Sexualität experimentieren könnten, weil ich eben vermute, dass wir diese Probleme dann alle nicht kriegen würden. Also, ja, wie soll ein Gorilla und Löwe und eine Feigenwespe sein Aussterben bereitwillig akzeptieren? Das geht aus naturwissenschaftlicher Sicht nicht. Ja, Lebewesen sind nicht in der Lage, ihr eigenes Aussterben zu bejahen. Das können sie nicht. Ja? Nur das Bonobo-System verhindert die Gewalt, ist die Aussage der naturwissenschaftlichen und Nachbrenner, ja. Im kapitalistischen System ist es leider rational, Gewalt anzuwenden, wenn sonst keine andere Chance besteht. Und das macht es ja so gefährlich. Und deswegen will ich ja im Idealfall über die Hausarztgesundheitsgemeinschaften wieder zum Bonobo-Schenker kommunistischen Gruppeneheleben dazu. Ende, meine Zeit ist zu Ende. Es haben noch. Du musst Yannick fragen. Okay, Janik, ja. Gibst du mir ein bisschen? Ja, Wechsel 3. Wechsel 3. genau. Die anderen Lebewesen vielleicht nicht, Dylan, aber wir Menschen haben die Möglichkeit, dass wir den Sinn des Ganzen auch über die eigene Genweitertransportierung so stellen, überhaupt über alles stellen. Das ist das Tolle unserer Vernunftseele. Egal, wofür das Hirn gedacht war, es ist diese Möglichkeit drin, dass wir sagen, wir gucken auf Sinn und Wohl des Ganzen, alles andere ordnet sich ein. Ja, ich kann ja erst in der nächsten Runde widersprechen. Werde es dann aber tun. Ja, es haben also noch Janik Konto und Luis Konto. Wenn jetzt niemand mehr was sagen will, gehe ich in die nächste Runde. Ja, von mir aus schon, ja. Ja, wenn ein paar Sekunden niemand widerspricht, mache ich dann immer die nächste Runde. Ne? So. So, Wechsel 4. Ja, Öffi, mein Widerspruch ist ja ganz klar, dass ich eben sage, nein, das können Menschen nicht. Der Mensch kann vielleicht in der Illusion leben, er würde seine eigene DNS-Fortpflanzung ignorieren. Das sagt sich aber leicht als Vater von zwei Kindern. Öffentlich sagt sich das für dich relativ leicht. Du hast zweimal erfolgreich deine DNS in die Zukunft gegeben. Aber was ist mit Menschen, die noch nie im Leben Sex hatten? Ich hatte 150 Freundinnen. Ja, ich bin also irgendwo satt vom Gefühl her. Ja, aber was ist mit Menschen, die gar nichts haben und die nicht das, also ich habe auch noch das Gefühl, ich bin beim besten Professorenrat, beim klügsten Professorenrat der Erde bei den 22 Professoren und Doktoren. Ich habe also einen gewissen Stolz. Aber was ist mit Menschen, die gar nichts haben, die weder beruflich was können, die noch nie Sex hatten? Ja, sind die wirklich in der Lage zu sagen, ja, es kratzt mich überhaupt nicht, ich sterbe gerne, auch ohne jemals Sex gehabt zu haben im Leben? Da habe ich so Zweifel. Irre ich mich da? Wechsel? Alle haben volle Konten. Ja, ich kann Wechsel 2, ne? Ja. Wechsel 2 kann ich sagen. Meine Einstellung war eben schon, bevor ich so auf die Straße gegangen bin, dass ich bereit wäre, auf eigene Vermehrung zu verzichten. Ich habe dann 10 Jahre auch mit der ersten Freundin, haben wir dieses Brahmacharya gelebt, also diese Einstellung auch voll durchgezogen. Bei mir hat sich dann meine Überzeugung geändert, weil ich hatte damals gedacht, ich kann diese Radikalität nicht praktizieren, wenn da gleichzeitig ein Kind auch mit dabei ist oder versorgt werden muss. Wechselwunsch. Also ich konnte dann aber erkennen, dass einerseits die Möglichkeiten bestehen. Sie würden vielleicht sogar auf der Straße bestehen, siehe die Zigeuner und ähnliches, aber jedenfalls bestehen sie, wenn man Kommunemöglichkeiten hat, dass da Mäuler mit gefüllt werden können.
Und es ist gut, wenn man die Menschen nicht überzeugen kann, dass man die Mitglieder der Kommune zeugt. Also zeugen statt überzeugen. Vorher habe ich gesagt, überzeugen statt zeugen. Ja, ich wechsle viel. Ja, ich will mal ein ganz konkretes Beispiel machen. Ein hoffnungsloser Mann. Einzige tolle Frau, die ihn mag, aber treu ist. Zum Beispiel könnte das die Anke sein, ganz konkret. Ja? Und dann geht er hin und spricht das nicht aus in der freien Argumentkultur, sondern macht eine Fotomontage, dass der Öffi angeblich untreu sei und darauf würde vielleicht die Anke tatsächlich, jetzt ist es natürlich sehr hypothetisch, mit einer Trennung reagieren. Und dann würde sie Sex haben mit dem, der diesen Trick gemacht hat mit dieser Fotomontage, ja? Solche Dinge geschehen im Kapitalismus sehr häufig, ja? Vielleicht nicht bei der Anke, aber in ähnlichen Situationen. Und lässt der sich das ausreden? Würde er das nicht eher verheimlichen vor der Popper-Frack-Situation, ja? Gehen da die Schenker an der Realität vorbei? Bei Gruppenehe hätten alle Sex und wären zufrieden und Gewalt brächte keine Verbesserung in der Gesamtbilanz, weswegen ja Bonobos so extrem friedlich sind. Irre ich mich da? Wechsel. Ja, Wechsel 2, wie schon gesagt, möglich. Ich halte alles für möglich, aber ich halte es für höchst unrealistisch, auch für den Betreffenden selbst. Gerade dadurch, dass diese geistige Ebene dazukommt und dass man nicht irgendwelche Tricksereien, Betrügereien und so weiter macht, also eine ganz andere Kultur auch als wohltuend und beglückend für so eine Gemeinschaft erlebt wird. Erstens hat er es wahrscheinlich nicht nötig, weil man im freien Reden miteinander die besten Möglichkeiten für ihn findet, auch seine Bedürfnisse zu befriedigen. Zweitens ist es so, dass er nicht so leicht damit durchkommen würde in so einer Kommune. Und drittens ist es so, dass er sich damit auf all den anderen Ebenen, die der Kommune wichtig sind, extrem disqualifizieren würde mit seinem Verhalten, also der Werteorientierung. Ne? Also keiner wird ja als Mensch verachtet oder so. Ne? Jeder wird als verlorener Sohn oder gestrauchelter Engel betrachtet. Aber was die Kulturmaßstäbe angeht, würde er damit in den völligen Widerspruch oder extremen Widerspruch geraten zu dem, was die gesamte Gemeinschaft als wohltuende, beglückende Kultur ansieht. Also unterm Strich halte ich das für extrem unwahrscheinlich. Wechsel 4. Ja, ich will noch einige Dinge, weil wir ja nur noch 10 Minuten haben, ja, will ich noch einige Dinge sagen, denn ich will ja den Zuschauern auch immer was bieten an Inspirationen für sie auch, ne? Also noch einmal, zum Beispiel, da war ein schönes Beispiel einer vorteilbringenden Irrtums in einem Krimi, ja. Da war eine Chirurgin, die hat so dann gesagt, auch ich habe begnadete Hände, ich kann Leben retten und deswegen ist es nicht schlimm, dass ich den anderen Arzt umgebracht hatte, der es hätte verhindern können, denn ich würde ja Tausende von Menschen retten mit meinen begnadeten Händen. Diese Frau hat also einen vorteilbringenden Irrtum, der sie selbst rechtfertigt und sie denkt nie realistisch daran, dass es nämlich viel sinnvoller wäre, als zu operieren, die Ursachen zu beheben, die Krankheitsursachen zu beheben. Und diese Frau versteht gar nicht, dass sie die vorteilbringenden Irrtümer hat, indem sie die Kohle machen will, damit Symptome wegzuschneiden, hält sich aber für einen Gutmenschen. Das ist wieder ein schönes Beispiel, wie ein Mensch, der eigentlich Schlechtes tut, in der Illusion leben kann, Gutes zu tun, ja, und genauso der vorteilbringende Irrtum einer Polizistin, ja, eine Polizistin hat in einer gefährlichen Situation, weil die vorteilbringenden Irrtümer der Polizeisparte immer sagen, ach nein, die Waffe darfst du nicht ziehen, du darfst auch nicht schießen und so weiter, du musst da ganz zurückhaltend sein. Das ist ein vorteilbringender Irrtum, der dann dazu führt, und in dem Fall hat es dazu geführt, die Polizistin konnte dann ihre Waffen nicht mehr schnell genug ziehen, wurde fast totgeschlagen, wurde also schwerst traumatisiert und so weiter. Aber was ist das Ergebnis für die Sparte? Sie hat sich halb tot prügeln lassen und hat die Waffe nicht rechtzeitig gezogen, weil die Polizei das so moralisch schlecht findet, wenn man relativ frühzeitig die Waffe zieht. Und das führt aber dazu, dass jetzt die Bürger wieder mehr Polizisten bewilligen und dass man dann in der Hierarchie der Polizisten wieder aufsteigen kann, weil neue Stellen geschaffen werden, neue Planstellen für Polizisten geschaffen werden, vielleicht gerade wegen des Skandals. Oh, da ist ja so viel Gewalt in der Stadt. Dabei hätte die Polizistin nur die Waffe ziehen müssen, dann wäre
wäre es gar nicht zu dieser gefährlichen Situation gekommen. So wieder mal zwei Beispiele für Schöne, dass man versteht, wie vorteilbringende Irrtümer im Kapitalismus bewirken. Und wir Bürger glauben dann, die Polizisten wären für uns da. Die sind dazu da, Verbrechen zu fördern, damit sie selbst mehr Karriere machen können, aber nicht uns vor Verbrechen zu schützen. Das sind so diese typischen Irrtümer, die wir alle im Kapitalismus haben. Genauso diese Chirurgin, die in Wirklichkeit nur die Irrtümer im Kopf hatte, um Geld zu machen auf unsere Kosten, aber unsere Gesundheit überhaupt nicht im Blick hat, in Wahrheit. Aber wir Bürger glauben die vorteilbringenden Irrtümer und fallen darauf ein, dass diese Chirurgin irgendwie unser Wohl im Sinne hätte. In Wirklichkeit hat sie es nur bewusst im Sinne, aber auf den nicht bewussten Ebenen schadet sie unserer Gesundheit. Wechsel. Oder wo irre ich mich? Wechsel. Ja, den Wechsel 4, wenn keiner was sagt, dann sage ich nur nochmal auch diesen Punkt, nochmal den Punkt, gell? Wenn das Gehirn ein so selbstloser Wahrheitssucher wäre, wie es sich die Schenker-Gemeinschaften wünschen, hätte es ja die Probleme nie gegeben, weil der Kapitalismus dann nie hätte gefährlich werden können, weil die Menschen ja dann nie auf ihre eigenen vorteilbringenden Irrtümer reingefallen wären und deswegen würde es jetzt ja heute nur kerngesunde Nahrung geben, gesundheitsförderliche und krankheitsverhindernde Ärzte, Polizisten, die wirklich Kriminalität reduzieren, anstatt sie zu fördern. Also diese Probleme, die wir im Kapitalismus haben, die hätte es ja nie gegeben, wenn das Gehirn von vornherein Wahrheit gesucht hätte. Wechsel, jetzt müssen wir mal gerade stoppen, denn der Euphé ist kurz rausgefallen. Ja, und was ich unseren Fernsehzuschauern ja heute auch noch mitgeben möchte, ist, dass es eben hier noch diese Punkte, die ich hier markiert habe. Ja, die Leute, die Bevölkerung im Kapitalismus und die Ärzte sind gleichermaßen voll mit den gleichen vorteilbringenden Irrtümern, sodass sich die Leute bereitwillig von den Ärzten zu Tode behandeln lassen und deren Geldbeutel mehren. Und so ist es halt im Kapitalismus mit diesen ganzen Irrtümern. Und jetzt nochmal wieder was anderes. Eine Tigermutter zum Beispiel verstößt ab und zu ihr Kind. Da sind wir das Kapitel, was wir heute bis jetzt noch kaum behandelt haben, nämlich das Recht, das wir Naturwissenschaftler für wichtig halten, nämlich dieses Recht, dass Frauen die Alleinverfügungsgewalt über ihre Kinder bekommen müssen, auch um die Überbevölkerung in der Menschheit zu stoppen, die nämlich sonst nicht stoppbar ist. Denn die Frauen verwalten ihre Nachkommen sinnvoll und verantwortungsbewusst und so weiter. Und erst als man den Frauen gesagt hat, nein, dein Bauch gehört nicht dir, der Bauch gehört dem Staat oder irgendjemand anderem, kam es erst zu dieser Überbevölkerung und zu diesen ganzen Dingen. Ne? Und Bonobos zum Beispiel würden niemals einen Sinn darin sehen, Milliarden Gelder zum Beispiel zu verlieren an Gesundheitssparten und Sparten innere Sicherheit, die gerne sozusagen leidende Kinder lebenslang betreuen möchten. Und die Bonobo-Mütter würden sagen, es macht doch keinen Sinn, Leid zu verlängern, um sozusagen, damit diese Sparten Milliarden Geschäfte machen, die dann uns wirtschaftlich schwächen, das würden Bonobos nie mitmachen. Die würden diese Frauen sagen, wir entscheiden alleine, welches Kind stirbt und welches lebt. Und wir lassen nicht zu, dass irgendjemand durch Leidensverlängerung Milliarden verdient auf unsere Kosten und dabei das Kind nur leidet und noch in seinem Rest seines Lebens 100-mal operiert werden muss und immer wieder leidet. Ja, Wechsel. Wo irre ich mich dabei? Das ist jetzt also das Thema der Geburtenkontrolle durch Frauen, ne? Dass ich jetzt nochmal angerissen habe. Ja, Wechsel 2. Ja. Also wir sind ja auch in der Endrunde sozusagen. Ja. Also in der aufgeklärten Schenker-Bonobo-Kommune, wo der Geist die höchste Kulturstufe ist, würde man natürlich durch freiwillige, vernünftige Geburtenplanung und durch ein vernünftiges Überlegen
Wo ist ein Verhalten jetzt so, dass es da das Glück von Beteiligten, also jetzt dem Behindertenkind oder dem Umfeld, den Eltern, dem Stamm, würde alles berücksichtigen und das tun, was der Liebe am meisten entspricht, der globalen Liebe? Ja, ich habe ja nur diesen besonderen Punkt heute noch reingebracht, dass wir oft vergessen, dass die Kinder, die tausendmal operiert werden, ja oft schrecklich leiden, während die Ärzte Milliarden dabei verdienen, ja? Also das, man muss auch bedenken, ein chronisch krankes Kind zu retten um jeden Preis ist oft eine Qual für das Kind. Und das würden schon Bonobo-Mütter zum Beispiel nicht mitmachen. Aber unsere, im Kapitalismus ist eben die Ethik entstanden, du musst du musst das zulassen sozusagen, denn dann bist du ja kein guter Mensch, wenn du nicht dein Kind 100-mal operieren lässt, weil die Ärzte sagen nie dazu, damit wir 100-mal verdienen können. Das sagen sie nämlich nicht dazu, sondern du musst doch dein Kind retten wollen, sonst bist du keine gute Mutter. Ja, und dabei sind die Mütter in der Natur ganz anders. Wechselwunsch. Ja, Wechsel 3. Wechsel 3, ja, ich kann mir aber auch vorstellen, dass, sage ich mal, so diese kapitalistischen schulmedizinischen Rettungsmechanismen eigentlich eher das Gegenteil bewirken können. Also, dass das dann sozusagen, okay, wenn die Schulmedizin sagt, so, wir müssen das jetzt retten hier mit Chemotherapie und so weiter, dass dadurch vielleicht eher sogar die Kinder getötet werden. Also sozusagen, dann wird vielleicht gedacht, oh ja, jetzt helfen wir, aber das richtet eventuell eigentlich mehr Schaden, als halt, wenn man vielleicht, ist jetzt nur eine Vermutung, aber so, dass es den Mechanismus auch geben kann. Mehr Schaden, als wenn man eben nicht da eingreift mit diesen kapitalistischen Rettungsmaßnahmen. Ne? Ja, das fällt mir noch gerade zu einem Wechsel. Ja, da hast du sicherlich recht, das ist so eine kleine Paradoxie, dass am liebsten würden die natürlich gerne ihre Chemotherapien lebenslang an das Kind verkaufen und dass es nicht dran stirbt, aber leider sind die Chemotherapien öfters so aggressiv, dass es dann leider vorzeitig verstirbt. Ne? Das sind so Paradoxien, die halt vorkommen, aber denn nichts ist perfekt, auch das Medizinsystem ist nicht perfekt in der Erhaltung von Krankheit. Ne? Ja. Ja, Wechsel 3. Ja. Da fällt mir ein Spruch ein von dem Lyriker Eugen Roth, was so darauf anspielt, dass der Kapitalismus ja möglichst viel an dem, oder die Gesundheitsindustrie natürlich kapitalistisch gesehen natürlich viel an dem Menschen verdienen möchte, weshalb sie kein Interesse daran hat, dass der Mensch stirbt, aber auch kein Interesse daran hat, dass der Mensch komplett gesund ist. Und da hat der Lyriker Eugen Roth den Spruch gebracht, den kann ich ja mal sagen: Was bringt den Doktor um sein Brot? A, die Gesundheit, B, der Tod. Das drum war. Hält der Arzt, drum hält der Arzt, auf das er lebe und zwischen beiden in der Schwebe. Super, dass du machst gleich nochmal, sagst gleich nochmal, das war in 10 Jahren hat mir mein Vater das 1968, das war meine erste Lehre, die mir mein Vater gegeben hat, dieses Gedicht, ja. Weil er als Doktor der Soziologie und Betriebswirt und Steuer- und Rentenberater das natürlich ganz tief erkannt hat und das hat er mit mir mit 10 Jahren auf den Weg gegeben und dann mit 14 nochmal ein Buch mit dem gleichen Inhalt geschrieben. Bitte sag das Gedicht nochmal, weil du hast es, ich habe dich leider irrtümlich unterbrochen. Sag es nochmal ganz. Ich sag's gern nochmal ganz. Was bringt den Doktor um sein Brot? A, die Gesundheit, B, der Tod. Drum hält der Arzt, auf das er lebe, uns zwischen beiden in der Schwebe. Das war der Beginn meines wissenschaftlichen Denkens. Ja, da habe ich angefangen. Das war ein gutes Schlusswort, denke ich. Was findet ihr? Also das könnte man noch so im Raum schweben lassen. Ja. Sollen wir alle Schluss machen für heute? Ja, also wir haben heute wieder vieles. Ich danke euch für das tolle Gespräch. Ja, wir haben vieles heute etwas kunterbunt angesprochen, aber immer ging es um darum, wo ist Wahrheit, das Ringen um Wahrheit in einer Welt des Irrtums. Und liebe Leute, auch wenn wir heute nicht perfekt waren in der Talkshow, aber in allen anderen Talkshows findet ihr nur Irrtümer oder fast nur Irrtümer. Und deswegen gibt es zu uns keine Alternative. Also Leute, schaut es euch wirklich an und macht
macht auch mal, Luis und Yannick, macht mal offensiv Werbung für diese Talkshow. Sagt, der Weltrat sagt, das ist das Beste, was es gibt auf der Welt, weil alles andere unmöglich ist. Ja. Alles klar, das sind doch schöne, alles lobende schön. Worte. Ja. Seid alle umarmt und die Zuschauer auch durchs ja, Internet. Ja, tschüssi, bis zum nächsten Mal. Ja, gerne. Ciao. Tschüssi.